Nervige Chatgruppen kennen wir alle. Am besten einfach ignorieren. Aber es gibt eine Chatgruppe, die können wir nicht ignorieren. Die Chatgruppe der ersten AfD-Bundestagsfraktion. Jemand hat sie uns zugespielt. Uns fliegt langsam die Partei unterm Arsch weg, die gegründet wurde, um unser Land zu schützen. Die Frage, haben wir Inhalte? Ich kotze! Warum bleibt sowas nicht intern? Und der Chaosladen will Deutschland retten? Also ich habe noch nie so eine hinterfotzige, illoyale Ansammlung an menschlichen Wesen gesehen wie im zweiten Teil der Legislatur. Es hat mich nur noch angekotzt. Die Gruppe offenbart die Radikalität der Partei. Und mehr. Die Ratte Merkel an der Spitze, diese Volksverräterin, gehört lebenslang in den Knast. Also solche Sachen, die gehen natürlich überhaupt nicht. Wie tickt die AfD intern? Als wir von unserer Quelle den Datensatz erhalten haben, da konnten wir es erstmal selbst kaum glauben. Das waren ja riesige Datenmengen in HTML. Mehr als 40.000 Nachrichten, vor allem bei WhatsApp. Später ist die Gruppe dann mal zu Telegram umgezogen. Ja, aber was macht man jetzt mit so einem Datensatz? Erstmal eine Bude mieten und gemeinsam ein paar Tage daran rumwühlen. Ja, wenn jetzt alle immer denken, wir sind also wahnsinnig virtuell, ne? Guckt euch den Basel an. Zum Team gehört auch Datenjournalist Christian Basel. Es handelt sich hier um die internen Chats der AfD-Bundestagsfraktion aus den letzten fast 4 Jahren. Hier zeigt sich nochmal, wie respektlos sie über politische Gegner spricht und über unsere Demokratie. Es gibt aber auch jede Menge neue Einblicke. Die Chats offenbaren auch, wie zerrissen die Partei ist. Katja und ich beschäftigen uns echt schon seit Jahren mit der AfD. Und nach dem Schatz hier haben wir schon lange gesucht. Und als wir ihn dann hatten, haben wir reingeschaut und gedacht, so krass, das ist ja echt ein wahnsinnig tiefer und ehrlicher Einblick in die Partei. Wir haben jetzt die einmalige Chance, 4 Jahre lang am Stück mitzulesen, wie die AfD miteinander redet, denkt und diskutiert, wenn niemand zuhört. Gehen wir zurück in den September 2017. Die AfD ist gerade frisch in den Bundestag eingezogen, mit fast 13% der Stimmen. Manche konnten vor Kraft nicht laufen, ich vielleicht auch nicht. Man kam, also endlich ist man im Bundestag, kann die Politik machen, die man möchte. Wir saßen da alle mit leuchtenden Augen drin. Jeder von uns war froh, dass er jetzt dabei sein durfte bei einem ganz spannenden Projekt. Es ist wirklich auch so stark, da mit rund 12% reingeschafft zu haben, so im ersten Lauf. Also das war schon ein tolles Gefühl. Damals gründet die AfD-Bundestagsfraktion eine Chatgruppe bei WhatsApp. Ohne die Vorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland. Sonst aber sind fast alle mit dabei. Mindestens 76 der damals 92 Abgeordneten. Einige haben wir anonymisiert, andere zeigen wir offen, weil wir ihnen die Chats vorgelegt haben und darüber mit ihnen in diesem Film sprechen werden. Einer der umtriebigsten in der Chatgruppe wird er hier werden, Hans-Jürg Müller. Hier lässt er sich für eine Reportage beim Bezug seines neuen Büros begleiten. Müller ist Politikneuling. Er ist 2013 in die AfD eingetreten. Spannung steigt. Dokumente A, Dokumente B und Dokumente C. Seit 2 Wochen geht das so. So wie früher als Student, ja. Er wird später Mitglied des Fraktionsvorstandes. Und er ist einer der radikalsten. Vertritt zum Teil extreme Positionen, die das System angreifen. Damit ist er nicht allein. Das Merkel-Regime holt täglich zu weiteren Schlägen aus. Es wird uns alle treffen. Es gibt die Möglichkeit eines Siegertribunals. Nürnberg 2.0. Die rumänische Lösung nach einer Revolution oder aber die rechtsstaatliche Lösung. Sprich, Angela Merkel und Konsorten werden niemals für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir müssen wohl warten, bis das alte Regime wirtschaftlich ans Ende kommt und der Funke aus Österreich, Italien, Frankreich und so weiter überspringt. Das wird kommen und für die dann ebenfalls kommenden gnadenlosen Kämpfe müssen wir uns rüsten. Die Ratte Merkel an der Spitze, diese Volksverräterin gehört lebenslang in den Knast. Mir liegen Teile dieser Chats der Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel vor. Wie findet sie diese Rhetorik? Ich weiß nicht, aus welchem Chat das kommt. Also wenn Sie mir sagen können, aus was für einem Chat das ist, dann könnte ich das einordnen. Das ist die Chatgruppe Ihrer Bundestagsfraktion. Sagen Sie mir mal bitte den Namen. Quasselgruppe. Ach die, daher kommt das, aus der letzten Legislatur. 79 Ihrer Kollegen Mitglied gewesen. Ja,
Ich bin ja als Vorsitzende in diesen ganzen Chatgruppen nicht mit drin. Ja, das ist natürlich schwierig, das so auch auszudrücken. Ich weiß natürlich, was dahinter steht. Letztendlich ist das eine Rhetorik, von der man Abstand nehmen sollte. Und weiter möchte ich das auch gar nicht kommentieren. Es ist ja im Grunde genommen eine richtige Umsturzrhetorik, weil wir in einem Unrechtsstaat leben und die einzige Systemopposition sind. Also solche Sachen, die gehen natürlich überhaupt nicht. Und hätte ich davon Kenntnis gehabt, wäre auch dagegen vorgegangen worden. So ganz kann sie der Umgangston aber nicht überraschen. Im Parlament klingt das so. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Sie, meine Damen und Herren, erinnern mich leider nur noch an ein versifftes Kiffer-Ehepaar. Und habe noch nie jemanden von ihrer saufenden, rülpsenden Bande jemals gesehen. Import von Islamisten und Gefährdern, unendliches menschliches Leid durch Vergewaltiger und Mörder, Messerstecher und Terroristen. All das haben Sie zu verantworten. Ein schrecklicher Preis für Ihr freundliches Gesicht. Ich wehre mich auch gegen das Bild, was gezeichnet wird, die AfD als Rabaukenfraktion darzustellen. Man hat ja auch in anderen Fraktionen, sage ich jetzt mal, nicht wenige Proleten. Da würde ich mir auch ganz ehrlich wünschen, dass das entsprechend auch medial aufgearbeitet wird. Wird es aber nicht. In der Chatgruppe setzen die Abgeordneten aber immer wieder einen drauf. Mülltrennung. Erst FDP, dann SPD, dann CDU. Ich will die CDU nicht konservativ reformierbar machen. Ich will die vernichtet sehen. Also bei AKK bekäme ich eine erektile Dysfunktion. AKK, das soll wohl Annegret Kramp-Karrenbauer sein, damals CDU-Vorsitzende. Auch Stefan Brandner, einer von drei stellvertretenden Bundessprechern der Partei, konnte in der Chatgruppe mitlesen. Bei AKK bekäme ich eine erektile Dysfunktion. Sagen Sie jetzt oder schreibt jemand? Im Chat. Ah, okay. Ja, das müssen Sie denjenigen auch fragen, was da dran ist. Mülltrennung, erst FDP, dann SPD, dann CDU. Das mag man satirisch auffassen. Also wenn man überlegt, was uns also um die Ohren gehauen wird, denke ich, das ist jetzt in dem Bereich. Die Frage ist, ob das der Stil der AfD im Bundestag ist. Ob das Nein, das Jargon ist es nicht. Deshalb zitieren Sie auch interessanterweise nicht aus den Plenarprotokollen, sondern aus einem mutmaßlich internen Chat. Besser, man zeigt solche Chats nicht denjenigen, die sie betreffen. Oder vielleicht doch? Wir haben einige davon den betroffenen Politikern vorgelegt. So, und jetzt darf ich loslegen. Wenig Vorfreude. So, dann starten wir mal. Los geht der Spaß. Jeder sieht, der Altmaier ist zu dick, aber keiner sieht, dass er immer Hunger hat. Das hier war jetzt eher in der Kategorie harmlos. Die SPD ist so irrational geworden, die saufen sich alles schön. Beziehungsweise für Kevin Kühnert passende Drogen. Bier? Ich weiß nicht. Dieser Spektakeltrine ist wirklich nichts so dumm. Offensichtlich getroffene Hunde bellen. Pille-Palle. Was wird eigentlich aus Amthor, wenn Enrico ihm das Direktmandat weggeschnappt hat? Dann wird er eingeschult. Na, ist ja besonders witzig. Ich glaube, irgendwie den nachträglichen Schulunterricht, vor allem irgendwie in Geschichte, könnte manche aus der AfD auch ganz gut vertragen. Ist die Partei noch so klein? Einer muss der Kasper sein. Das soll wahrscheinlich lustig sein. Diese Doppelnamen, Frau Hass-Ellmann, nicht besonders originell. Das sind unsere besonderen Lieblinge in der FDP. Der unrasierte grün-linke Demagoge Kuhle und der Traum aller Schwiegersöhne Strack-Zimmermann. Das tut mir leid. Helmut Schmidt wäre doch angesichts des jämmerlichen Zustands der SPD wahrscheinlich längst ausgetreten. Die können sich ja leider nicht mehr wehren und werden daher wahlweise im Gewand von Helmut Schmidt oder von Willy Brandt immer gerne ins Feld geführt. So viel wie die sich schon im Grab umgedreht haben, da könnte man so einen erneuerbare Energiengenerator, glaube ich, draus machen. Schock beim Heimflug nach Salzburg. Kinderüberraschung Amthor an Bord. Aha. Hier müssen wir definitiv was machen. Ekelhafter Wicht. Ja, was denn machen? Mülltrennung. Erst FDP, dann SPD, dann CDU. Die Frage ist, was man mit der AfD macht, wahrscheinlich ab in die braune Tonne.
Wo wir schon einmal hier sind, gibt es solche Chatgruppen auch in anderen Parteien? Und wie wird da geredet? Also in der FDP-Fraktion gibt es erstmal ein Intranet, in dem Sitzungen vorbereitet werden und in dem einfach die inhaltlichen Fragen besprochen werden. Ansonsten haben wir einen Gruppenchat, ja, der Abgeordneten. Da geht es heiß her, aber dass da so persönliche Angriffe oder auch so erniedrigende Kommentare über Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen gemacht würden, das habe ich noch nicht erlebt und kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, also vor allem kommunizieren wir im Gegensatz zu dem, was man von der AfD so hört, anständig miteinander, im Ton über uns gegenseitig, aber auch im Ton über die anderen Kollegen. Klar, man hat die eine oder andere WhatsApp-Gruppe, das gehört dazu, aber ich glaube, für Lästerei über andere taugt das eigentlich nicht. Es gibt keine Chatgruppe der gesamten SPD-Bundestagsfraktion, also außer alle anderen haben eine, in der ich nicht mit drin bin, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Also natürlich gibt es auch in den Chatgruppen bei uns mal irgendeinen launigen Hinweis oder jemand regt sich mal über irgendwas auf, aber das wird, kann ich wirklich sagen, nie vulgär. Aber was ist, wenn das eigentlich alles gar nicht stimmt und der Kühnert hier zum Beispiel Quatsch erzählt? Und es am Ende in der SPD und in den anderen Parteien solche Chatgruppen gibt, wo es genauso zugeht wie in der AfD? Da könntet ihr euch natürlich zu Recht fragen, würden die das denn auch veröffentlichen? Ja, da würde ich halt sagen, wenn es uns zugespielt wird und wenn was Berichtenswertes drinsteht, dann na klar. Zum Beispiel, wenn andere Politiker diffamiert werden würden, wie hier. Freue mich schon. Über die Leistung der SPD und Kars würde ich auch gern mal reden. Kars ist eine radikal böse Afteröffnung. Der ehemalige SPD-Politiker Kars ist schwul. Genauso wie Jens Spahn aus der CDU. Als der in den Medien als Verteidigungsminister im Gespräch ist, dreht die Chatgruppe durch. Ein Traum. Darauf haben die tapferen Soldaten doch schon lange gewartet. Oh gut, also wieder eine Verteidigungsministerin. Bei Spahn hätte die Bundeswehr wieder auf Hinterlader umgestellt. Das hier ist Bruno Hollnagel. Auch er war Teil der Chatgruppe. Mittlerweile ist er aber aus der AfD ausgetreten. In dieser Chatgruppe gibt es ja auch homophobe Äußerungen. Meinen Sie, da hätten Sie auch mehr gegenhalten müssen? Nein, ich habe das nie gemacht. Mit Absicht nicht, weil hätte ich machen können, richtig, aber dann hätte ich ja nur noch an dem Ding gesessen. Dann hätte ich einen halben Tag dafür verbringen müssen, um darauf zu antworten. Aber es wird in der internen Chatgruppe nicht nur gegen die Regierung oder politische Gegner gehetzt. Auch untereinander geht's richtig ab. Langsam ist wirklich mal gut. Habt ihr keine Arbeit? Über so eine Angsthasen-Pseudo-Opposition lachen sich eh schon alle tot. Meine Güte, ist das ja ein Kindergarten. Vor allem zwischen den Gemäßigteren und dem rechtsextremen Flügel kommt es in der Chatgruppe immer wieder zum Streit. Zum Beispiel hier. Da treffen zwei aufeinander, die sich überhaupt nicht leiden können. Joanna Kota, die ist eher Gemäßigter, und Hans-Jörg Müller, das ist ein richtiger Hardliner. Liebe Kollegen, es wäre nett, wenn ihr euch erst einmal mit meinen Argumenten auseinandersetzen würdet, bevor ihr reflexartig über mich herfallt. Dankeschön. Wenn es denn Argumente wären. Klar, dafür müsste man ein gewisses Verständnis mitbringen, das über die Feng Shui-Beratung hinausgeht. Joanna Kutter hat wirklich mal als Feng Shui-Beraterin gearbeitet und die nimmt es deshalb auch total gelassen erstmal hin, sendet ein Lachsmiley. Aber H.J. Müller, der macht halt trotzdem weiter und sendet jetzt irgendwelche anderen Sachen aus ihrer Vergangenheit, unter anderem irgendwelche Fotos auch von ihrer alten Webseite. Und jetzt platzt einem anderen Mitglied der Chatgruppe so richtig der Kragen. Lösch diesen Scheiß, das hat hier nichts zu suchen. Hört doch mal auf, diesen Streit von außen hier in die Fraktion zu tragen. Das ist echt zum Erbrechen. Dieser Streit hier von außen, der ist quasi ein Dauerbrenner in der AfD. Es geht nämlich um nichts Geringeres als um die Frage, wie rechts will diese Partei eigentlich sein? Und deswegen will er auch diesen Streit unbedingt aus der Fraktion raushalten. Denn die Fraktion ist natürlich ein Abbild der Partei. Deswegen tobt da auch genauso der Streit und tobt am Ende auch zwischen Hans-Jörg Müller und Joanna Kota. Und die Reaktion in der Chatgruppe? Unterirdisch. Niveau-Limbo der besonderen Art. Ich habe den Verdacht, dass einige unter uns sind, die ihre Beziehungsecke nicht aufgeräumt haben. Meine Güte, Hans-Jörg. Glaubst du, damit triffst du mich? Von chinesischen Meistern lernen ist eine Herausforderung. Guter Mann, um mir das Wasser zu reichen, müsstest du Kellner werden. Oh, das weiß ich heute noch. Super, da saß ich gerade in Salzburg
am Kapitelplatz, wo auch fürs einfache Volk, das keine Karten für die Salzburger Festspiele kriegt, dann irgendwie übertragen wird. Und da konnte man schönen Wein dazu trinken, was essen, das weiß ich heute noch. Dann hat die Kotar wieder irgendwas gepostet, wo ich mir nur an den Kopf gelangt habe. Mein Gott, wie kann man denn so naiv sein? Also wenn ich mich halt über was aufrege, dann mache ich immer Dinge, über die ich mich dann selber ärgere, wenn ich emotional wieder abgekühlt bin. Ja? Also ich würde es jetzt so nicht mehr machen, nein. Johanna, tut mir leid, habe ich über die Stränge geschlagen. Ja? Er hat sich übrigens dafür entschuldigt bei uns im Interview. Hat er. Also bitte im Interview bei Ihnen um Entschuldigung. Nehmen Sie an. Für mich ist Hans-Jörg mit der Geschichte. Wir müssen uns jetzt noch mal kurz Zeit nehmen. Wir müssen nämlich noch eine ganz wichtige Frage klären. Dürfen wir das eigentlich hier alles veröffentlichen? Ist das nicht eigentlich alles privat? Das ist es eben nicht wirklich, weil am Ende schreiben hier über 70 Abgeordnete in einer Chatgruppe. Und das ist juristisch gesehen ein halböffentlicher Raum. Ja, und das ist ja auch nicht irgendein Privatchat von irgendwelchen Privatleuten. Es sind, wie gesagt, wirklich Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Volksvertreter, die im Monat sowas wie 10.000 Euro aus Steuergeldern bekommen. Und als solche, als Abgeordnete, schreiben sie dann auch. Und was sie hier schreiben, das gibt Einsichten und Belege in eine Partei, die in Teilen demokratische Prozesse total verachtet und sogar rechtsextrem ist. Deswegen wird sie übrigens auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Das heißt, es gibt ein großes öffentliches Interesse. Und wenn das groß genug ist, dann können wir auch sowas veröffentlichen. Wie die Partei wirklich tickt, offenbart sich zum Beispiel, als sie eine Klausur plant. Auch die Chatgruppe, die beschäftigt sich einfach tagelang mit diesem Thema. Es fällt aber ziemlich schwer, in Deutschland einen geeigneten Raum zu finden, Hotel oder Gaststätte, wo man das machen kann. Ja, und plötzlich steht eine Idee im Raum, wo man es denn machen könnte. Polen. Zeitungen werden schreiben, AfD marschiert in Polen ein. Unsere Mitglieder und Anhänger werden für diese Flucht ins Ausland kein Verständnis haben. Ich auch nicht. Stettin geht gar nicht. Übrigens gerne auch auf der Zugspitze, aber bestimmt nicht in Polen. Eine Partei, die sich das Deutschsein auf die Fahne geschrieben hat, will ihre Fraktionsklausur in Polen machen. Der Streit in der Gruppe darüber ist schon irgendwie skurril. Aber dann kommt's echt ganz bitter. Leute, wir können das doch jetzt nicht kurz vor knapp platzen lassen. Es ist alles geplant und gebucht. Jetzt stornieren kostet richtig Geld. Solange es nicht Sender Gleiwitz ist? Das kann falsch ausgelegt werden. Okay, dann Westerplatte? Verdammt, ich darf betrunken nicht am WhatsApp-Chat teilnehmen. Der Überfall auf den Sender Gleiwitz 1939 gehörte zu mehreren von der SS fingierten Aktionen vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Er wurde von den Deutschen als Vorwand für den Überfall auf Polen genommen. Die Halbinsel Westerplatte bei Danzig wurde dann einen Tag später beschossen, was als Beginn des Zweiten Weltkriegs gilt. Nochmal for the record. Wir reden hier über eine Partei im Deutschen Bundestag, die mal eben Witzen über genau diesen Überfall der Deutschen auf Polen damals im Zweiten Weltkrieg macht. Und hält irgendjemand dagegen aus der Gruppe? Nö. Stattdessen kommt jemand noch mit einem ganz anderen Wunsch um die Ecke. Mal was anderes. Wer fährt am Wochenende mit zur Klausur und raucht nicht? Würde gern ein paar Stangen Zigaretten mitbringen. Mein Dorf freut sich und wir haben ja Wahlkampf. Ich durchschaue dich. Das ist doch eine Fangfrage. Ausnahmsweise nicht. Aber bei den Mitgliedern, Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr rauchen fast alle. Da bin ich doch gern Sponsor. Und ich möchte ungern gegen Zollvorschriften verstoßen. Ich rauche nicht. Dann bist du ja der ideale Kandidat. Sehr schön, dann habe ich schon mal 6 Stangen. Rauche auch nicht. 9 Stangen, 2 Kollegen bräuchte ich noch. Super, herzlichen Dank. Feuerwehrfest ist gerettet. Am Ende sind sie übrigens nicht nach Polen gefahren, sondern haben sich am Abend vor der Sitzung in diesem Biergarten getroffen. Ob übrigens geraucht wurde, ist gar nicht überliefert. Bleibt die Frage, wo hat denn die Klausur eigentlich stattgefunden am Ende? Seht selbst. Frage: Wann beginnt morgen die Klausurtagung? 9 Uhr Fraktionssaal. Die AfD-Fraktion schreibt uns: Es steht außer Frage, dass die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges vollkommen ungeeignet sind, um darüber Witze zu machen. Derartige Geschmacklosigkeiten lehnt die AfD-Fraktion ab. Jetzt mal im Ernst. Man könnte solche Witze über den deutschen Polenfeldzug als unangebrachte Sprüche abtun. Aber hey, wir reden hier über eine Partei, die in den letzten Jahren teilweise hemmungslos am rechten Rand nach Wählerstimmen gefischt hat.
Und während der ersten Legislatur dieser Partei im Bundestag geschieht das. Fremdenfeindliche Ausschreitungen in Chemnitz, der Mord an Walter Lübcke, die Anschläge von Halle und Hanau. Hat die AfD für solche Taten den Boden bereitet? Während in Deutschland Menschen durch rechtsextreme Gewalt sterben, redet die AfD öffentlich so. Wir müssen klar immer wieder darauf hinweisen, dass nicht Merkel das Problem ist, sondern dass sie nur der Kopf eines stinkenden Fisches ist. Dass so viele Deutsche so naiv im Umgang mit Menschen aus diesem Kulturkreis sind, das ist für diese Deutschen lebensgefährlich. Wenn aber immer mehr kulturfremde Wahlrecht erhalten, wird irgendwann sogar unsere Verfassung gekippt. Umvolkung. Es handelt sich hierbei um Umvolkung. Diese tolle Ausländerbeauftragte, eine Deutsch-Türkin. Wir werden sie dann auch Gott sei Dank in Anatolien entsorgen können. Kein Staat der Welt päppelt seine potenziellen Mörder. Das müssen wir als AfD endlich beenden. Dass nicht nur Merkel weg muss, sondern dass das Merkel-System weg muss, liebe Freunde. Äußerungen wie diese haben am Ende auch dazu geführt, dass der Verfassungsschutz die AfD inzwischen beobachtet. Was für eine Überraschung. Und nun? Es wundert mich nicht, dass das jetzt so kommt. Wir haben zu spät den Stecker gezogen. Der Flügel hat es dem Verfassungsschutz viel zu einfach gemacht. Was meint Stecker ziehen? Mal die Klappe halten, wenn es angebracht ist. Fällt es so schwer, mal nicht über das Dritte Reich zu reden? Verblüffend. Das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Die sind laut. Da kommen Äußerungen, die gehen einfach nicht. Und da hätte ich mir von der Parteispitze, jetzt nicht Fraktionsspitze, sondern von der Parteispitze gewünscht, eine klare Ansage, das geht so nicht. Ihr schadet damit allen. Und da muss man sich ehrlich machen und auch mal riskieren, dass man innerparteilich Unterstützung verliert. Gut 2 Jahre nach Einzug in den Bundestag geht ein tiefer Riss durch die Fraktion. Auch die nächsten 2 Jahre wird sich die Fraktion sehr stark mit sich selbst beschäftigen. Es wirkt, als treten politische Vorhaben zurück. Das befürchten viele in den Chats. Wir sind eine Partei und eine Fraktion ohne Strategie. Während der ersten 2 Jahre haben wir im Bundestag einen Hype bedient. Hat eigentlich jemand schon darüber nachgedacht, wie die mittlerweile, muss man fast sagen, verfeindeten Parteien innerhalb der AfD jemals wieder vertrauensvoll zusammenarbeiten sollen? Mittlerweile sind wir im Abwärtsstrudel und damit meine ich nicht einmal die Umfragewerte. Damit meine ich unsere eigene Moral. Also ich habe noch nie so eine hinterfotzige, illoyale Ansammlung an menschlichen Wesen gesehen wie im zweiten Teil der Legislatur. Es hat mich nur noch angekotzt. Also ich habe noch nie so eine völlig dämliche Führungsstruktur in meinem Leben gesehen, wie den AfD-Fraktionsvorstand, selbst im schlimmsten Stadtparkkiosk nicht, der sich Firma nennt. Also das ist in der Fraktion lagerübergreifend die Meinung gewesen, es fehlt im Moment die Führung, die das jetzt mal in die Hand nimmt und einen Weg vorgibt. Die Führung, das waren damals Alexander Gauland und Alice Weidel. Sollen wir warten, bis unser Schlafwagenvorstand weiter nichts entscheidet? Oder ja, Frau Weidel kann offenbar Prioritäten setzen, aber nur, wenn es um ihren eigenen Kopf geht? Oder welche Wähler, die uns unter anderem aufgrund unseres unterirdischen Fraktionsvorstands und Bundesvorstands auf 10% einzementiert haben? Unser Potenzial liegt bei 20-30%, aber wer solche Führer hat, braucht keine Feinde mehr. Ist Ihnen sowas bekannt? Hat das mal Ihnen jemand ins Gesicht gesagt, sowas? Nein, natürlich nicht. Also wenn Sie in der AfD in der ersten Reihe sind, dann ist das völlig normal. Und ich glaube auch tatsächlich, und das ist meine eigene Meinung, dass das schon streckenweise auch gesteuert ist. Also so gegen die Führungsebene auch permanent zu schieben. Ich kann damit umgehen, andere können das vielleicht etwas weniger. Ich habe mich daran gewöhnt, ich bin da schon viele Jahre jetzt mit dabei. Aber das ist bei uns völlig normal und beeindruckt mich überhaupt nicht. Dass es Ihre MdB schreiben? Es beeindruckt mich nicht. So ganz kalt hat es die Fraktion dann doch nicht gelassen. Nach unseren Interviews wurde beschlossen, die Chatgruppe aufzulösen. Zum Glück haben wir die ja gesichert. Aber ich finde es ehrlich gesagt recht unterhaltsam. Gibt es noch mehr davon? Ja, gibt es. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie die AfD über ihre eigene Erfolglosigkeit diskutiert in den Chats oder über ein Treffen mit dem russischen Außenminister Lavrov, dann schaut euch doch unsere ARD-Doku in der Mediathek an.
Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, und da findet ihr auch den Link zu unserer fünfteiligen Podcast-Serie. Die haben wir nämlich auch noch gemacht. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann schaut euch doch unseren Film an zum geheimen Strippenzieher der AfD. Und schaut noch mal rein bei unseren Kollegen von Follow Me Reports.